Am Kontext von der Klimakrise, da sollen ja Elektroautos helfen, den CO2-Fußabdruck zu verringern. Wir stoßen Elektroautos wirklich mehr CO2 aus, wie Verbrenner. Ja, über vier Anodele von Elektroautos und Verbrennerautos geht schon zu Unterlagen geschwärzt. Verbrennungsmotoren produzieren jede Menge umweltschädigende Abgase. Für eine bessere Luftqualität in den Innenstädten könnten Elektrofahrzeuge sorgen. Jeder Autoproduzent erprobt sie heute schon. Man weiß nur mit der CO2-Bilanz. Ab 2035 darf ja laut der Europäischen Kommission kein neues Verbrennerauto mehr in Europa verkauft gehen. Das ist eine von den Mesuren, für bis 2050 klimaneutral zu gehen. Ma Elektroauto brauchen zwar kein Diesel oder Benzin, man dürfen ja aber Strom und eine Batterie. Spürt das wirklich CO2? Für die, die die Antwort direkt wollen, den Elektroauto hat den mannerhöhigen CO2-Fußabdruck, wenn er lang genug damit fährt. Könnt ihr noch mehr an den Detail gehen? Ja, machen wir. Mehr konkret gucken wir hier, ab wie viele Kilometer ein Elektroauto sich per Port zum Verbrenner lohnt, an dem es mit Produktion, Nutzung und der gesamte Lebenszyklus mit dem vergleichen. Übrigens, wichtig hierbei, wir müssen natürlich immer Modelle mit dem vergleichen, die auch vergleichbar sind. Also ähnlich groß, stärkt und Baujahr. Und noch etwas, wir wollen hier weder Typ für den einen noch den anderen Autostyp machen. Wir vergleichen sie hier just ab Punkt CO2-Fußabdruck. Okay. Es gibt natürlich noch weitere Argumente für oder gegen die jeweiligen Autostypen. Zum Beispiel, wie praktisch oder teuer sie sind oder das Verfügbarkeit von den Rohstoffen etc. Ob dem wir hier aber aus Zeitgründen angehen. Für uns zu fangen, gucken wir auf den CO2-Fußabdruck während der Produktion. Bei einem Elektroauto ist den ca. 1,5 mal mehr heiß wie beim Verbrenner. Wie gesagt, bei vergleichbaren Modellen. Der größte Unterschied ist die energieintensive Produktion von der Batterie vom Elektroauto. Also, 1-0 für den Verbrenner. Aber wie gesagt, während der Nutzung aus? Der Verbrennerauto stößt hier ungefähr 3 bis 4 mal mehr CO2 aus wie den Elektroauto. Wie kommen wir hier rüber? Den CO2-Fußabdruck hängt hier hauptsächlich von zwei Faktoren auf. Erstens der Energieeffizienz vom Motor und zweitens der Energiesource. Fangen wir an mit der Energieeffizienz vom Motor. Also wie viel Prozent von der Energie, die wir an den Auto rausstechen, gehen effektiv dafür genutzt, für zu fahren, für sich fortzubewegen. Beim Elektroauto kommen wir hier bei einer Gesamtenergieeffizienz von 80 bis 90 Prozent. Was, das ist viel? Ja, das stimmt. Also 80 bis 90 Prozent von der Energie, die am Strom draufstecht, mit dem den Elektroauto lädt, geht auch tatsächlich an die Fortbewegung. Der Rest geht verloren. Hauptsächlich beim Laden von der Batterie, aber der Umwandlung von elektrischer Energie und Fortbewegung. Beim Verbrenner kommen wir schon bei einer Gesamtenergieeffizienz von ca. 30%. Das ist nicht dick, das muss ich gar nicht mehr so sagen. Also nehmen 30% von der Energie, die am Diesel oder Benzin draufsticht, mit dem in den Auto tankt, geht auch tatsächlich an Fortbewegung. Der größte Teil geht bei der Verbrennung als Hitze verloren. Der Elektromotor ist also ca. 3-mal mehr energieeffizient wie der Verbrennermotor. Mal im Moment. Wait a minute. No. Für den Strom zu produzieren, brauchen doch auch Energie. Du wird doch auch CO2 ausgestoßen. Ja, genau. Und da wären wir beim zweiten Punkt, dem CO2-Fußabdruck von der Energiesource. Beim Diesel und Benzin ist den immer schlecht. Bei der Verbrennung entsteht egal wie viel CO2. What? No way! Beim Strom allerdings hängt viel davon auf, ob ihn durch erneuerbare Energie produziert wird oder durch Betreibung von einem Kohle- oder Gaskraftwerk. Für den extremen Fall, wo der Strom zu 100% durch Verbrennen von fossilen Brennstoffen produziert gehen, hat ein Elektroauto keinen Vorteil an puncto CO2. Aber das ist aber nicht Realität. Zu Lützebüsch kann der relativ großen Teil vom Strommix durch erneuerbare Energie produziert mit geringem CO2-Fußabdruck. Und Zuhören. Am Jahr 2022 waren 51% vom Strommix aus klimafreundlichen erneuerbaren Energien, 18% aus Nuklearenergie und 31% aus fossilen Brennstoffen. Ein kleinen Teil vom Strom produzieren wir selber, aber den größten Teil kaufen wir an. Übrigens, kurz Klammer, wie viel Fläche Lützebüsch gebraucht für all seine Energie über erneuerbare Energien zu produzieren, haben wir schon analysiert. Und das könnt ihr heute gucken. Mal zurück zum Thema. Was bedeutet das für den Elektroauto zu Lützebüsch? Wenn wir beides zusammenholen, also die bessere Energieeffizienz vom Motor und die bessere CO2-Bilanz von der Energiesource, da sehen wir, dass den Elektroauto mit dem Lützebüscher Strommix während der Nutzung ca. 3 bis 4 mal mehr CO2 pro Kilometer verbraucht wie der Verbrenner. Also steht lo in den. Wichtig hierbei zu wissen, Proportion und erneuerbaren Energien geht ständig rup.
Beim Elektroauto können wir die Energie also immer mehr klimafreundlich produzieren. Beim Verbrennerauto ist das nicht möglich. Hier sind wir hauptsächlich auf fossile Brennstoffe angewiesen mit schlechter Klimabilanz. Worüber du schlussendlich auch kennst, ist wie viel CO2 der jeweilige Autostyp über seine gesamte Lebenszeit verbraucht. Kommen wir vergleichen ein paar Modelle mit Ihnen. Die List hat heute eine Webpage entwickelt, wo Ihnen das ganz einfach kann machen. Klimobil.lu. Wenn wir zum Beispiel Benziner Golf vergleichen mit einem Elektrogolf, bei Jahr 2017 eine Stärke Lützburger Strommix, da sehen wir, ein Elektroauto startet durch die energieintensive Produktion mit einem höheren CO2-Budget. Aber weil er während der Nutzung mehr CO2 verbraucht, kriegt der Verbrenner ab ca. 48.000 km Alkohol. Ab dann hat ein Elektroauto insgesamt den niedrigen CO2-Fußabdruck. Wenn davon ausgeht, dass ein Auto über 250.000 km fährt, ist ein Unterschied zum Schluss vom Lebenszyklus durchaus konsiderabel. 769.820. Wenn man einen 3er BMW mit einem Tesla Modell 3 vergleichen, dann überhält ein Tesla der BMW schon bei 37.000 km. Am besten spielen wir sie selber auf der Seite rundherum. Schlussfazit. Ja, über die gesamte Lebensdauer verbraucht ein Elektroauto mehr CO2 wie der Verbrenner. Und an der Regel aus dem Elektroauto seine CO2-Bilanz so ab 25.000 bis 100.000 km besser, je nachdem, wie ein Auto in dem man den Vergleich an welchem Land er lebt. Als Schweden, wo der Anteil an erneuerbaren Energien bei der Stromproduktion mehr groß ist, gewinnt ein Elektroauto typischerweise nach Echter. In Polen, wo den Anteil an fossilen Brennstoffen mehr hält, reicht mich spät. Über die gesamte Lebensdauer spürt ihm im Elektroauto ca. 50% CO2 an. Das gilt für Lützburg. Für Europa sind es ca. 25 bis 75%, je nach Land respektive Strommix. Noch eine wichtige Message zum Schluss. Bei diesem Vergleich ist es immens wichtig, nicht nur auf den Ist-Zustand zu gucken, aber zukünftige Trends zu konsiderieren. Das ist übrigens bei der List-Webpage der Fall. Der Elektromotor wird sich viel weiterentwickeln, Batterien immer mehr effizient gehen und den Marché vom Recyclage sich developieren. Außerdem wird immer mehr Strom über erneuerbare Energie produziert gehen. Inshallah. Beim Verbrennermotor allerdings sind keine großtechnologische Effizienzsteigerung mehr zu erwarten. Auf fossile Brennstoffe bleiben halt fossile Brennstoffe. Allgemein kann ich sagen, dass Elektroautos zwar keine perfekte Lösung sind, aber wenn die EU will CO2 ersparen, muss es schon Sinn, ob Elektroautos zu wechseln. Aber besser wäre natürlich, wenn insgesamt mehr Geld vom Auto vorgehen. Aber bon, das ist eine andere Diskussion. So, das war's für uns. Wie gewinnt, gehen die Zusatzinfos auf science.lu, wo wir auch erklären, wie wir auf alle Zahlen kommen. Merci für den Zuhören. Ciao, ciao.